Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Kurzvideo, hast du gesagt? Nee, ich hab gesagt wegen. Nee. Eine Kurzfolge Nicht gut. Landwirtschaftssimulator mit Liriax und mir. Genau. Servus, hallo. Ja, wir sammeln nur noch schnell Ballen ein. Und das wollen Ja, wir euch nicht. die rollen alle Nicht. schon sonst wohin. Ja. Muss man da von einer bestimmten Seite ranfahren? Ich würde jetzt einfach mal sagen, so dass. Dass die so Eigentlich auf der längs, ne? Rolle, Oder ja, quer? Fährt man da quer? nee, Wir haben ja quer. vielleicht einen Zuschauer, der vom Land ist und sowas schon mal gemacht hat. Tja, Das ich wäre kann es super, natürlich das wäre auch. super. Dann immer her mit Kommentaren und mal Bescheid sagen, ob man hier längs an so einen Ballen oder quer ranfährt. Der Maschine ist jetzt erstmal alles egal, die macht das hier sowieso irgendwie. Aber wie sammelt die das jetzt auf? Na, man fährt also so rechte Hand wie früher eigentlich. Also ich glaube, es ist sogar das gleiche Gerät, was wir schon mal hatten. Aber man fährt nur in die Nähe und dann wird es hinten. Willst du gucken? Ja, ich gucke. Zeig mal. Da kommt wieder einer. Ja, das ist doch quer. Dann, also ihr Also sammelt ja genau. quer auf. Ja, klar, aber Also ich fahre jetzt natürlich, zum ich Beispiel fahre ja würde jetzt falsch. längs Das hin, wäre ne? jetzt. Warte, ich Genau, guck mal das von wäre jetzt außen. falsch eigentlich. Naja, Siehst stimmt. du? Okay, das heißt, man muss höchstwahrscheinlich quer Mhm. zur Ernterichtung, also zur Einpackrichtung fahren. Genau. Ich würde mal sagen, es ist O. Nee, es ist X. Nee, es ist Drei, F1 und vier. nachgucken. Ballen Ja, drei, entladen, vier. Z. Ach so. Ach so. Das heißt, du suchst an der Tankstelle. Nee. Ja, muss ja erst hochstellen, erst aufrecht hinstellen und schön so ein bisschen ransnageln Jo. Wir an können die hier nicht bis Rohre. nach hinten fahren mit dem Ding. Hatten wir das nicht im Landwirtschaftssimulator 2015, dass wir das mal gemacht haben? Und dann sind die aber alle unfassbar, dann sind die überall rumgerollt, weil wir so scheiße die hingestellt haben. Und dann hat man die wirklich nur so leicht angedotzt und alles ist wie Kegel umgefallen. Das wird hier genauso passieren. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator mit Liliax und mir. Hey. Hallo. Na, wie geht's? Wie steht's? Ach ja, du, ich bin gerade hier wieder am Kärchern, weil Ja. irgendjemand wieder die ganzen Sachen schmutzig gemacht hat. Das Schlimm. ist aber auch eine Schweinerei hier immer. Schlimm, ja. Mensch, hier ist ja schon fast alles bereitgestellt. Die Ja, ey. Sonnenblumen müssen geerntet werden. Aber endlich mal, ich glaube, diese haben das halt allerhöchste Zeit hier, allerhöchste Eisenbahn ist Jo, das. sehen gut aus, auf jeden Fall. Endlich lecker Sonnenblumenöl wieder machen. Machen wir mal hier das Ding auf. Ja, wie also unsere Tiere, ne? Vielleicht schaffen wir das heute noch. Das wäre gut. Die Produktivität der Schafe ist in Ordnung. Da ist auch ein bisschen Wolle da. Ich hatte letztes Mal verkauft, aber die Schweine, die haben gar keine Sauberkeit, kein Stroh. Das müssen wir irgendwie denen liefern. Vielleicht mit dem Sammelwagen oder so, wenn wir da noch was haben. Oder dann halt die Ballen. Und sie brauchen Mais. Und da weiß ich nicht. Haben wir Den noch haben wir Mais? wahrscheinlich nicht. Nicht angebaut gerade. Oh, das ist schlecht. Oder? Also das ist wirklich Da schlecht. schleunigst ran. Weil Sonnenblumen kann man denen auch füttern. Also die brauchen alles, ne? Die Schweine. Die wollen von allem ein bisschen haben. Oder kann man auch darüber fahren? Wo sind denn unsere ganzen Hänger eigentlich? Och, die sind unterwegs irgendwo. Da muss man gucken. Ein großer steht oben beim Rübenfeld. Und der andere müsste eigentlich hier stehen. Der rote. Der Schaut gelbe ist mal. oben, ja, weiß ich nicht genau. Ah, da Was unten. ist ein Ich Thema habe ihn heute? gefunden. Thema. Thema heute ist Gesundes Leben. Was? Sinn des Lebens. Nee. Ah. Aber sonst schon so ein bisschen in die Richtung so Lebensphilosophie. Hast du eine Lebensphilosophie? Puh, nicht zu viel arbeiten, meinst du? Sowas? Ja, also so eine Art, was, also so ein bisschen was, was dich antreibt, was du erreichen willst in deinem Leben, wo du hin willst, beziehungsweise. Also so ein bisschen, Achso, es hat schon allem, ne? ja, okay. Nee, ich hab schon alles.
Hast schon alles. Ja. Bist Ja. vollkommen zufrieden Ja. und okay. Ja, das ist ja okay. Nächstes Thema. Nee, halt, wie ist denn bei dir? Nee, also die Frage ist ja eher so nach. Also ich habe so ein bisschen dieses Gefühl, man braucht so ein bisschen Ankerpunkt, diese Lebenshaltung, wonach man sich durchaus auch so bei den alltäglichen Dingen richtet. Und Was könnte das sein? Christentum? bestimmt Oder? auch, aber also was ich eher so ein bisschen vor mir habe, ist so ein bisschen dieses, ja, man könnte es vielleicht griechisches Ideal nennen. Also ich habe mir, also für mich, ich habe da immer so diese Idee von diesen, ja, von so einem altgriechischen Gymnasium, ne? Wo halt man nicht nur, also erstens, man versucht immer sich weiterzubilden, egal wie und egal wie alt man ist, Okay. so ein bisschen. Und aber Bildung beziehungsweise eine bestimmte Haltung gehört immer auch zu einer bestimmten Haltung gehört aber auch dann immer das dazu, dass man nicht nur sich körperlich oder geistig weiterbildet, sondern auch immer körperlich. Also dass man Oh. nie Geist ohne Körper denken kann. Und das finde ich eigentlich so eine ganz schöne Sache, dass man also wirklich immer versucht, weiterzukommen im Leben, im Sinne von, dass man immer versucht, mehr zu lernen und sich mehr anzustrengen. Oder vielleicht nicht mehr anzustrengen, aber immer so ein Gefühl hat, immer so eine gewisse Richtung, ne? So ein bisschen das Thema, wie gesagt, also man sollte nicht immer nur faul rumsitzen, aber es macht genauso wenig Sinn, eine riesige Kraftprotz zu sein, wenn man nichts im Hirn hat, aber genauso halt andersrum bringt es auch nichts für einen selbst und vor allem, glaube ich, auch für sein Leben, wenn man halt so ein krasser Bücherwurm ist und ansonsten nichts machen kann. Also ich finde, das ist immer so eine schöne Idee, dass man beide Sachen irgendwie in seinem Leben haben sollte. Und das ist so ein bisschen, weiß nicht, würde ich sagen, meine Lebensphilosophie. Also, genau. Vielleicht hast du jetzt ein bisschen Klingt besser voll verstanden. gut. Ja. Ja, ne, klingt. Ich finde das auch, klappt natürlich bei 90% meiner Entscheidungen wieder nicht. Aber, nee, aber ich find das schon wichtig. Oder zumindest auf jeden Fall etwas, was erstrebenswert ist. Deswegen schwingst du die Hanteln immer. Genau. Jetzt war ich ja jetzt auch noch nicht so ewig, aber das ist so ein bisschen die Idee dahinter, genau. Dass man sagt, ja, ich finde das gut, auch meinem Körper eine gewisse Last anzugeben, damit es halt auch. Damit ich, also ich glaube schon, dass man so ein bisschen, also wenn es im Körper gut geht, dann kann man auch besser Ja, nachdenken, absolut, oder? absolut, ja. Und deswegen sollte man da versuchen, das irgendwie miteinander zu vereinbaren. Und ja, die Frage ist, wie man es halt am besten macht, ne? Aber das Ziel, der Weg ist das Ziel in einer gewissen Weise. Und in die Richtung versuche ich immer so ein bisschen zu arbeiten. Ja, in der Hinsicht überlege ich gerade, was ich so. Also ich meine, ich mache ja Kung Fu, ne? Und das ist natürlich auch was so für, also das ist eigentlich für Geist schwierig, ne? Also das ist jetzt nicht so dabei, so die also da, dass man so diese geistige Entwicklung, die da vielleicht im traditionellen alten chinesischen Sinne eine Rolle spielt, so, also das ist jetzt bei mir noch nicht so. Das ist eher so. Erstmal nur das Körperliche, ja, das Training. Aber es ist auch was für den Kopf. Also man muss halt so Körperbeherrschung und so, das ist ja, da muss man auch nachdenken bei sowas manchmal. Ja, klar. Ja, das ist, also genau, das meine ich ja. Also es ist ja auch eigentlich nicht, erstmal zweitrangig zumindest, was genau man macht, ne? Also für die Griechen wäre das jetzt wahrscheinlich eher so schon wichtig, weil, ne, Der da sitzt Grieche man ringt, immer, ja, in dem Fall. ja, der Grieche bereitet sich vor allem eigentlich mit dieser Geisteshaltung halt auch immer auf den Krieg vor. Was jetzt bei uns glücklicherweise jetzt nicht mehr ganz so im Vordergrund stehen sollte. Aber wenn man jetzt mal genauer sich das anguckt, dann denkt man sich ja auch, okay, also eigentlich
wo genau hin es jetzt geht. Also es ist Kampfsport oder andere Art von Sport, ist ja eigentlich egal. Schön ist es natürlich, wenn man sich gegenseitig irgendwie oder mit anderen Leuten messen kann. Findest du, dass das wichtig ist? Faire Wettbewerb? Also wichtig ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Ansporn für viele, glaube ich. Ja, ja, okay, okay. Bei mir ist so, dass, also ich meine, was ich mache, ist ja so Selbstverteidigung. Da gibt es eigentlich keinen fairen Wettstreit in dem Sinne. So, das gibt's ja nicht. Der Versuch, möglichst viele Leute in möglichst wenig Zeit auszunocken. Ja. Oder was ist das Ziel? Na, möglichst elegant nicht auf die Fresse zu kriegen. Ist so das Ziel. Elegant nicht auf die Fresse zu kriegen. Ja, oder jemand anders halt ordentlich eine reinzuhauen. Wie kommen wir denn hier? Und dabei eine gute Figur machen. Okay. Ja. Kann ich. Das ist eigentlich. Ja, doch, kann man so sagen. Nee, das, also. Ja. Selbstverteidigung ist es so, das ist auch Selbstbehauptung und von bestimmten Mustern loskommen, weil man natürlich selber immer gesagt bekommt, man Gewalt und so, also als Kind schon, ne, Gewalt ist keine Lösung und so weiter. Und man haut nicht und so eine Sachen. Und das kriegt man halt eingetrichtert so. Ja, und dann braucht man das in seinem Leben normalerweise nicht. Also ich meine, wer jetzt nicht im Kiez hier im märkischen Viertel aufwächst oder so, der prügelt sich halt nicht. Und so verlernt man das dann. Und da ist es so, dass man eben Schiss hat, sozusagen. Einfach. Ja. Ne? Sich zu hauen und sich nicht behaupten kann. Und genau darum geht es aber dabei, dass man das eben lernt zu machen und dass man eben merkt, das geht eben. Geht das hier so, wenn ich. Ja, ist das was gut? Also ja, ist es was Gutes, gut, dass man es verlernt, oder ist es was Schlechtes, dass man was verlernt? Na, es ist. Das ist so. Jetzt, soll ich jetzt dabei fahren? Nee, kann ich dabei fahren, wenn ich weiter erzähle. weil du meintest so Lebensphilosophie und so weiter, ne? Mhm. Ich halte es halt immer so wie Urmensch. Bei vielen Sachen, Steinzeitmensch, ja, weil der Mensch. Also im Allgemeinen so, ist ja schon sehr alt, also so Millionen Jahre und so weiter. Und das, was wir als Zivilisation kennen, ist noch nicht so alt. So, und deswegen ist der Mensch eigentlich vom Geiste her noch Urmensch. Okay. So, ja, so diese Grund, also Instinkte und so und sowas, die man hat. Mhm. Ja, die sind noch nicht weg. Die sind noch da. Und von daher gehört halt jetzt so ein bisschen dazu, also so auch Aggressionen, Kampf und so weiter. Finde ich, das muss irgendwie sein. Also muss nicht sein. Ne, also bei Kampfkunst sagt man natürlich, man kämpft ja, um nicht zu kämpfen. Sozusagen. Ne? Um nicht, oder man lernt es, um nicht kämpfen zu müssen. Was aber eben nicht heißt, dass man jemanden nicht auf die Fresse haut, sondern das heißt, dass wenn ein Bösewicht kommt und sagt, hier Geld oder Leben, dass man halt sich nicht auf den Kampf einlässt, und auch nicht Opfer ist, sondern dem halt so eine reinhaut, dass es vorbei ist. Die Situation. Mhm. Und dass man nach Hause gehen kann und sagen kann, Handy, Geld, alles noch da. Weißt du, und der Typ Zähne nicht mehr da. So, Typ Krankenhaus. Sowas. Okay. Urmenschmäßig so. Und das ist eigentlich ganz cool, das in der Hinsicht zu machen. Was hast du mit dem? Ist der Helfer da hingefahren? Ja, da ist irgendwo ein Helfer unterwegs, ja. Und ich brauche einen Grubber und eine Saatmaschine. Aber und Mais gleichzeitig. Ich glaube, sowas haben wir nicht. Ne? Wir haben nur eine Maissaat und muss Mais. Aber vorher gegrubbert sein. Was, eine Grubber und Maissaat? Gibt es das überhaupt? Nee, ich glaube eben nicht. Und das wollte ich aber gerade haben. Mist, haben wir nicht. Aber wir haben Terradisc. Wo ist denn das Ding? Hier. Das steht auch da. Terradisc 600. Das ist doch ein großer Grubber. Gucken wir mal. Deswegen hole ich mal. Ja, und das ist so. Ja, einfach für mich so das Sport. Warte mal. Das Sportliche halt. Aber ist okay. Also, das heißt,
wenn wir jetzt nochmal zum Thema Lebensphilosophie zurückkommen, ist es für dich eine gewisse Geisteshaltung, zu sagen, in meinem Leben möchte ich auch, wenn staatliche Institutionen gerade nicht zur Verfügung sind, dennoch alles selber machen können, so gewisserweise. Oder mich selber, selber schützen können. Ja, und mich selber und auch andere. Mhm. Vor allen Dingen, weil ich habe gerade erst wieder ein Video gesehen. Ja, weil, also gar nicht Video, Fernsehen. Täter-Opfer-Polizei hier so im dritten, ja, im RBB. Mhm. Und da haben sie halt ein Video gezeigt von einer Frau, die zusammengeschlagen wurde in der U-Bahn. Ja, und wo man nicht genau weiß, das Ding war ja schon. Warum und so, ist also gibt kein Motiv, ja. Also junge, mittelalterliche Frau, so 30, mittelalterliche Frau, hat ältere Frau 60 oder so zusammengeschlagen. So. Und hat keiner geholfen. Haben aber Leute geguckt. Mhm. Haben definitiv Leute gehört und gesehen, dass da was passiert. Und auch wenn ich, also jetzt in meinem Kung Fu, ja, noch nicht in der Lage bin, vielleicht gegen so einen absoluten Prügeltypen, der eben im Kiez aufgewachsen ist und schon im Kindergarten die Leute verhauen hat, mich gegen den zu behaupten, wobei das auch funktioniert. Also ich meine, vielleicht kann ich es doch, wenn ich muss. Aber ja, ich weiß so aus dem Training und aus den Prüfungen, dass mir das schwerfällt. Aber bei sowas würde ich sagen, kein Problem. Da kann ich hin und da kann ich helfen. Du kannst einer alten Frau oder einer jungen Frau auf den Sack geben. Ja. Beziehungsweise dann. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das funktioniert. Ja, okay. Ja. Aber so Ziel des Lebens hast du nicht. Nee, wie gesagt, Urmensch. Also Urmensch ist Fortpflanzung, ist erledigt. Hast du alles schon erreicht? Ist, ja. Jetzt kannst du eigentlich auch gleich sterben. Deswegen macht er YouTube-Videos. Genau. Der Mann. Ja. Weil er hat schon alles erreicht in seinem Leben. Du, sag mal, ganz kurz hier mal zurück ins Spiel. Wie genau mache ich denn die Schweine sauber? Ich glaube, die machen immer. Beim Fressen, meine ich, machen die Dreck sozusagen. Ne? Also genau, es liegt außen rum und da brauchst du einen Sammelwagen. Ja, wo ist denn der? Das kann sein, dass der oben auch beim Rübenfeld steht. Bei den Schafen vielleicht? Nee, da habe ich einen, da war der, richtig, aber da habe ich einen abgeholt und ich glaube, der hat irgendwo was aufgesammelt. Entweder steht er hier oder oben bei den Rüben. Wetten gedreht. Okay, dann gucke ich mal bei den Rüben, ob ich ihn da finde, weil sonst kann ich da die. Ich habe jetzt schon mal Wasser nachgefüllt bei den Schweinen, aber das andere nicht. Was macht denn? Warum steht denn? Also, das muss ich jetzt hier gerade nochmal. Also, damit er hier diese Sonnenblumen zum Ende erntet, kann ja nicht sein, dass der Junge hier irgendwie bei der Hälfte aufgehört hat. Vielleicht ist er voll, muss einfach nur. Nee, ist er nicht. Er ist einfach nur dumm. Okay. Soll es ja geben. Ja. So ist jetzt so eine gute Spur, ja. Aber ich finde das generell. Ach nee, guck mal, das ist angeblich noch nicht fertig. Ach so, sowas wieder? Ja. Ah, okay. Doch, ich kann das ab. Ich kann es abmachen. Nur der Helfer war zu doof. Dann mach ich es halt. Auf geht's. Haben ja sonst nichts zu tun. Ja, was könnte man noch? Also ich weiß nicht jetzt so, also tatsächlich ich sag mal einfach würdevoll altern jetzt, also der Rest ist schon. Ja, aber es gibt ja schon, also ich finde, wir machen uns da heutzutage wenig Gedanken drum. Ne? Ich finde, es gibt so diesen einen Way of Life, mein Haus, mein Auto, meine Kinder, so in dem Richtung. Also ne, da bist du schon so ein bisschen in dieser Richtung. Ne? So, ja. Ziel meines Lebens ist irgendwie zu heiraten und irgendwie zwei Kinder in die Welt zu setzen und das war's. Und das finde ich ist ein erstrebenswertes Ziel. Aber finde ich ein bisschen langweilig. So.
Ja. Also ich finde, das ist was Tolles und das würde ich auch gerne haben, aber ob es alles ist, das ist so ein bisschen so meine Frage. Beziehungsweise, ne, am Ende bist du halt kosmischer Quark wieder. Mhm. Und es bleibt nichts, ja, außer die Erinnerung. Es bleibt halt gut, klar, es bleibt irgendwie bleiben deine Enkel oder es bleiben deine Kinder. Aber ansonsten ist halt relativ wenig so von dir übrig geblieben in der Welt. Soll unser Zuschauer mal schreiben, ob er so ein Ziel hat oder ja, dass er die Welt verändern möchte. Also die Welt verändern. Das ist wieder ein Thema für eine neue Folge, glaube ich. Ne? Welt verändern. Was müsste man da machen? Oh Gott. Ja. Ich bin gespannt. Aber das gibt so Leute, natürlich, die diesen Anspruch haben. Und das können aber auch nicht alle. Und vielleicht ist es doch gut so. Und in der Hinsicht, also ich meine, ein bisschen mehr habe ich natürlich schon gemacht. Ich habe ja noch was. Weißt du, also ich meine, was? Nee, allein dadurch, dass man eine Firma hat und was aufbaut und auch damit anderen Menschen was Gutes tut. Oder so, das ist auch ein Lebenswerk sozusagen, wenn man sagen kann, das ist in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Das, genau. Deswegen, also will ich auch gar nicht, ich will das auch überhaupt niemandem abstreiten. Aber großer Erfinder werde ich nicht, um mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, noch was Tolles. Der Elon Musk zum Beispiel, ne, der ist in Star Trek erwähnt worden. Ernst? Elon Musk, ja. In einer Reihe mit dem Cochrane, ich weiß jetzt nicht, wie der Vorname heißt. Der den Warp-Antrieb erfunden hat. Ach, witzig. Ja, ja. In diesem neuen Star Trek Discovery, ne? Ja. Das ist ja schon geil. Ich habe die Folge gesehen, aber das habe ich nicht mitbekommen. War, weiß ich nicht, also nicht jetzt die, sondern vorige Woche. Folge 5 müsste die gewesen sein. Ja, okay. Ja. Glaube ich trotzdem nicht. Also ich habe alle gesehen, deswegen trotzdem nicht mitbekommen. Aber ich guck's auch auf Englisch, vielleicht habe ich es auch einfach. Ja, verpasst. Ne? Ich gucke es auch auf Englisch, aber das war da, wo es darum ging, irgendwie den Antrieb da in Gang zu bringen und dass man was riskieren muss, um halt in die Geschichte einzugehen oder so. Okay, und dann hieß es... um sich in eine Reihe zu stellen mit Elon Musk und sowieso, und ich glaube, Captain Archer war auch dabei. Wie cool. Aus der sozusagen anderen Enterprise-Serie, was ja sozusagen 190 Jahre vor der jetzigen Serie ist. Genau. Ja, habe ich sowieso nicht verstanden. Jetzt sind wir leider bei einem total anderen Thema, aber ich habe das sowieso nicht genau verstanden, warum die das jetzt, also wo genau das jetzt zwischen welchen Sachen einsortiert wurde. Und vor allem, also dieses geomantische Netz oder so, das müssen sie ja quasi auch irgendwie wieder verlieren. Oder auf jeden Fall so, das kann ja nicht. Muss ja wieder verloren gehen. Wollen wir in der nächsten Folge drüber sprechen? Sehr gerne, sehr gerne. Star Trek ist ein geiles Thema. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.